Mein Name ist Sascha Peters und Innovation hier in Berlin. Wir betreiben eine Zukunftsagentur und blicken eigentlich von den Materialien, die sich da entwickeln, auf die Welt, die sich verändert. Ohne Materialien gibt es ja im Grunde keine Innovationen, zumindest keine gegenständliche. Und so haben wir eine ganz interessante Methodik entwickelt, wie man von Materialinnovationen für Unternehmen am Ende da Rückblicke oder Vorausblicke auch wagen kann. So, jetzt würde ich gerne einsteigen in die Präsentation, genau, an die Technik. Additive Building habe ich das mal genannt. Wir haben ja im letzten Jahr im 3D Concept Labs schon berichtet über das, was sich bis dato getan hat. Wenn einmal weitergeklickt wird. Jetzt würde ich gerne mal den Einstieg wagen mit dem Thema der Nachhaltigkeit, also all das, was uns beschäftigt rund um dieses Thema. Die junge Generation steht auf. Genau, weil wir halt drüber sind mit dem, was wir an Ressourcen verbrauchen. In 2020 waren wir bei 160% und wir sind eigentlich über den 100 seit Ende der 70er Jahre. Earth Overshoot Day haben wir schon von gehört, Ende Juli. So, das ist die Lösung für alles. Die Kreislaufwirtschaft mit einem biologischen und einem technologischen Kreislauf, das klingt jetzt erstmal ziemlich banal, ist aber in der Sache relativ komplex, das umzuwandeln. Wir sind ja linear unterwegs und da werden wir die nächste Dekade eigentlich vor großen Herausforderungen stehen. Und insbesondere die Bauindustrie ist ja einer der größten Verursacher klimaschädlicher Emissionen. Wenn man mal die Zahlen betrachtet, 38-40%, je nachdem, welche Quelle man da hat, ist da die Bauindustrie und die Betreiber von Gebäuden sind da ursächlich für die CO2-Emissionen. Wenn man nur die Zementindustrie nimmt, sind die alleine für 8% der globalen Emissionen, also CO2-Emissionen, verantwortlich. Wenn man das an Ländern betrachtet, Nummer 1 China, Nummer 2 die USA, Nummer 3 die Zementindustrie. So krass ist es. Und deswegen sind alle Technologien natürlich hilfreich, die entweder andere Materialien einsetzen, die weniger CO2-Emissionen verursachen, oder Technologien, wo man einfach weniger Material benutzt. Wie beim 3D-Druck, hier mal ein Bild zu sehen von dem Gebäude, was als erstes in Deutschland, also das erste 3D-gedruckte Gebäude, was in Deutschland errichtet wurde, in Beckum, im vorletzten Jahr. Das ist ein Bild aus dem letzten Jahr, es war dann fertig und wurde bezogen. Und die Anzahl steigt. Das ist eine Grafik von 2018. Wir haben ja gelernt, was exponentielles Wachstum bedeutet. Also die Vielzahl der Gebäude weltweit ist da im Steigen begriffen. Und insbesondere da, wo wir in den nächsten Jahren ein hohes Bevölkerungswachstum zu erwarten haben, also in den afrikanischen Regionen, wird man sehr stark 3D-gedruckte Gebäudestrukturen sehen, weil sie halt relativ günstig in kurzer Zeit zu erstellen sind. Und wenn Sie mal die Gebäude sich anschauen, halt eine Wände hochzuziehen, Fenster rein, Dach drauf, finde ich sehr gelungen. 14 Trees, das ist ein Gebäude aus Malawi. 14 Trees ist ein Joint Venture von einer britischen Unternehmung und Holcim als Betonunternehmen aus der Schweiz. Hier sind es sogar 70% an CO2-Emissionen, die man einsparen kann. Und das geht sogar weiter, dass sie ganze Schulgebäude bereits gebaut haben. Die 18 Stunden geben natürlich nur die Zeit an, um die Wände hochzuziehen. Was dann noch dazu kommt, ist dann entsprechend auch noch dazu zu rechnen. Das ist ein Bild aus Mexiko. Dahinter steht ein Unternehmen namens Icon aus den USA. Hier geht es auch um günstigen Wohnraum zu schaffen und eine ganze Gemeinde in Mexiko, in Nacajuca. Genau, so sieht es von innen aus, also auch ziemlich cool gestaltet, finde ich. Das ist der Drucker,
den sie da im Angebot haben. Das Unternehmen bietet den Bau von Gebäuden an. 2,60 Meter kann der hochbauen und das ist genau das, was die jetzt machen. Also unten quasi die erste Etage zu drucken und dann oben die zweite Etage dann draufzusetzen. Das kann ein anderes Material, Metalle sein und da bieten sie auch unterschiedliche Designs an. Das kann man sich jetzt kaufen. Das ist ein Blick in den Innenraum. Holz-Beton-Kombi, wie sie das dann am Ende mit den Rillen machen, die Reinigung, das ist dann noch zu optimieren. Das ist das erste Haus im Übrigen in Austin, Texas, was für die Belange des 3D-Drucks gestaltet und designt wurde. Herausragend gut, finde ich, hier mal von innen zu sehen. Ähnliche Kombi, Holz, Beton und was auch immer dann noch dazugehört für das Interior. Da kann man sich auch einiges in der Zukunft denken. So, das ist das jüngste Gebäude, was wir in Europa gesehen haben, kommt aus Dänemark, ein Tiny House, wo man dann irgendwie noch den Schlafraum oben drauf gesetzt hat, unter dem, ich glaube, unter der Küche in der Mitte. Da finde ich, gestaltungstechnisch müssen wir nochmal ran, was so die Angebote in Europa betrifft. Aber ein herausragendes gibt es ja schon, Tekla 3D, also gestalterisch herausragend, das ist in Bologna aufgestellt worden mit der Firma Worsp, also die den Drucker bereitstellen und in Lehm bauen. Herausragende Architektur, den Blick nach innen, denn wenn Sie das Gebäude hochziehen, können Sie natürlich auch Dinge, wo Sie normalerweise Möbel reinsetzen würden, wie die Küche dann mit integrieren und dann auch besondere Möglichkeiten schaffen, Sonnenlicht zuzubringen. Genau, und Untersuchungen muss man natürlich auch machen. Wie kann man jetzt Lehm, was ja dann rückführbar ist, zu 100% in den biologischen Kreislauf mit natürlichen Materialien wie Holz kombinieren? Da kommen wir eigentlich schon in die Richtung von Materialien, wie wir sie eigentlich seit Jahrhunderten und Jahrtausenden so verwendet haben. Gibt auch in Deutschland Forschung daran, TU Braunschweig, die halt mit Lehm und besonderen Technologien dort Untersuchungen machen, um die Ressourcen zu reduzieren. Da wird ja kein Beton verwendet. Stampflehm, das war ein Projekt, was wir auf der Formnext in Frankfurt im November gesehen haben. Da geht es voran, eigentlich mit traditionellen Technologien, wo man natürlich dann am Ende die Digitalisierung als Thema voranstellen muss, denn sonst alles das, was nicht digital vorhanden ist, kann man dann am Ende auch nicht bauen. So, und dann eine Kombi von Holz und Metall, Metallknoten aufzubauen mit, durch Auftragsschweißen. Das ist hier MX3D aus Amsterdam noch gerendert. Dieses Unternehmen kennt man von dieser berühmten Brücke, die vor einigen Jahren entstanden ist und dann lange auf dem Hof von denen stand, genau, das ist ein ganz altes Bild, ich glaube 2014 oder 2015, wo sie einen Roboterkopf mit einem Auftragsschweißgerät angebracht haben, um eine Brücke zu schweißen. Und diese Brücke ist jetzt mittlerweile installiert. Letztes Jahr zu Corona-Zeiten im Sommer eröffnet, royaler Besuch dort. Irgendwo muss das sein, da in der Nähe vom Bahnhof, habe ich mir sagen lassen. Das ist auf jeden Fall mal eine Reise wert, um sich das anzugucken, denke ich. Super. So, genau. Was haben wir hier in Deutschland zu dem Thema? Lithium 3D, ein Unternehmen aus Frankfurt, was Fassadenknoten druckt. In dem Fall ist es nicht Auftragsschweißen, sondern SLM, also Laser Melting, die mit dem Hessischen Gründerpreis geehrt wurden. Und da kann man sich dann vorstellen, wenn ich die Topologie optimiere, und zwar jeden einzelnen Knoten, dass ich halt eine Fassade hinbekomme, die sehr viel schlanker aussieht als das, was wir normalerweise da sehen können. Ressourcen optimiert. Genau, das ist dann eine unserer Sprecherinnen von der ETH Zürich, werde ich gleich noch den Namen nennen im Programm, die uns ein Gebäude präsentieren wird, Digital Bamboo Pavilion, wo Bambus kombiniert wird mit Knotenpunkten, die gedruckt sind. Wir haben im Programm eine Dame von Actual 3D aus Amsterdam, die ein System anbieten, wo sie
3D-Drucken, und zwar Gebäudestrukturen, Interior-Lösungen in einem biobasierten Material und am Ende des Zyklus ist sogar noch das Take-Back, den Service anbieten, um das Material wieder zu verwenden im Kreislauf. Also da ist man relativ nah an der Lösung für das Circular Printing. Wir haben in der Präsentation auch einen Herrn, der das Auftragsschweißen hier in Deutschland vorangetrieben hat, an der TU in Darmstadt, Thilo Feucht, der wird uns nachher auch zugeschaltet sein. Dann geht es um den Sanddruck. Stefan Bassing wird sprechen und uns einige seiner Objekte vorstellen, die er für die Firma Sandhelden gestaltet hat.